ihr Lieben und herzlich willkommen wieder bei Frejas Orakel und Wegweiser. Ich habe gedacht, wir machen heute mal wieder so ein Frage- und Antwortspiel und ja, überleg dir jetzt hier schon mal drei Fragen, die du vielleicht hier stellen möchtest. Guck mal, ich habe gerade die Karten gemischt. Liebe, Liebe, Liebe. Ja, wie gesagt, überleg dir mal drei Fragen jetzt, ne? Bedenkt aber bitte, dass also nicht zu sehr auf die Antworten hier versteifen, die da rauskommen. Wir machen jetzt eine, also du überlegst dir drei Fragen und die Karten werden hier mit Ja, vielleicht oder Nein antworten. Vielleicht kann ich dir zu der einen oder anderen Frage hier sogar noch was mit sagen, ne? Genau, also überleg jetzt hier deine drei Fragen ganz, ganz in Ruhe. Du kannst dir jetzt auch Pause drücken. Es wäre schön, gerade hier bei Gesundheitsfragen, die du vielleicht stellen möchtest, wenn da irgendwas ist, dich nicht auf die Karten zu verlassen, sondern wirklich zu einem Mediziner, zu einem Arzt oder Heilpraktiker zu gehen. Ne, das rate ich dir hier wirklich. Und du guckst das natürlich auch auf deine eigene Weise, ne, auf deine eigene, mit deinen eigenen Optimismus und auch, ja, mit deiner eigenen hier Bestimmung, ne? Also ich habe hier da nichts dazu zu tun. Ich bin hier nur die Kartenlegerin, die hier die Karten fragt, ob ja oder nein, ne? Was hier rauskommt bei diesen Fragen. Also schau, dass du hier mit einem gesunden Menschenverstand auch drauf schaust. So, mein liebes Universum, ich werde jetzt die Karten noch mal ein bisschen mischen. So, überleg dir jetzt schon mal deine Frage, deine erste Frage. Liebes Universum, ich bitte dich jetzt von meinen Zusehern, die hier mit zuschauen, die erste Frage zu beantworten mit einer Antwort ja, vielleicht oder einem Nein. Okay, welche Antwort gibt das Universum? Das Universum gibt ein Vielleicht, ne? Ein Vielleicht. Ja, also die erste Karte ist ein Vielleicht. Da gibt es kein Ja und kein Nein, weil das Universum sagt dir jetzt, es müssten hier noch einige Sachen in deiner ersten Frage angeschaut werden. Ne? Du sollst dir das ja noch mal ganz genau durch die Lupe betrachten. Das war die erste Antwort. Überleg dir jetzt deine zweite Frage, die du hast. Und ich bitte hier wieder das Universum von oben auf die Fragen meiner Zuschauer jetzt zu antworten auf die zweite Frage. Welche Antwort gebt ihr jetzt hier auf die zweite Frage meiner Zuschauer? Och Gott. Oh Gott, das sind aber viele. Das ist schon mal ein Ja. Das ist auch ein Ja. Das ist ein Nein und das ist ein Ja. Also, ich würde hier sagen, ein Ja, ne? Eindeutig ein Ja, weil das Ja hier überwiegt. Und deine Antwort dazu ist, hier kommen auf jeden Fall gute Nachrichten erstmal auf dich zu, ne? Also Nachrichten kommen auf dich zu, die hier eine Veränderung herbeiführen werden. Es kann aber auch für den ein oder anderen entweder eine richtig gravierende Veränderung werden oder es kann aber auch hier ein Ende, ein vollständiges Ende, eine vollständige Trennung bedeuten, ne? Die Nachrichten, die auf dich zukommen und dann wird hier eine Entscheidung getroffen, ne? Genau, das ist jetzt deine Antwort. Also hier kommt ein Ja raus, aber es kommen gravierende Veränderungen auf dich zu. So. Bitte überleg dir jetzt deine dritte Frage, die du noch hast. Und ich bitte das Universum jetzt wieder, mir diese dritte Frage meiner Zuschauer zu beantworten, so gut es möglich ist. Welche Antwort auf deine Frage? Normalerweise ein Ja, weil wir haben das Zeichen Karo, ne? Und das bedeutet normalerweise ja. Aber da wir hier die Karte des, sagen wir mal, die Karte des Sarges hier haben, könnte es auch ein vielleicht bedeuten. Ne? Also hier sind jetzt zwei verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten, die mir sich hier jetzt so zeigen. Ne? Das erste ist ganz einfach auf deine Frage, die du jetzt hier gestellt hast.
lautet die Antwort ein Ja, aber hier wird eine Transformation stattfinden oder ein Ende. Für wieder andere kann diese Antwort hier ein Vielleicht bedeuten auch, ne, mit der Karte des Sages, dass man sagt vielleicht. Also wir haben ja ein Vielleicht und ein Ja, aber auch hier wird etwas zu Ende gehen oder es wird irgendwie eine Transformation, ein Umbruch hier wirklich stattfinden in dieser Sache. Ne? Das ist hier eine Antwort für dich. So. Genau, so meine Lieben, eure Antworten habt ihr jetzt auf eure Fragen. Wie gesagt, versteift euch nicht zu sehr. Ne? Das ist ja einfach nur eine Unterhaltung, dieses Kartenlegen. Und für den einen oder anderen kann es aber hier auch relevant sein. Ne? Also geht da bitte mit einem gesunden Menschenverstand dran. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für heute und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.